recht herzlich in der Wirtschaftskammer Wien und im Namen der Wirtschaftskammer Wien hier begrüßen zu einer Veranstaltung, die uns alle etwas angeht. Es geht hier natürlich um die Kosteneffizienzen, die für alle Unternehmen immer wichtiger werden in Zeiten wie diesen. Natürlich, ich kann noch etwas lauter sprechen. Besser? Oder ist dieses besser? Besser? Okay, danke vielmals. Ist ganz wichtig, dass alle etwas hören. Gut. Jetzt höre sogar ich mich. Ich hoffe auch, Sie zu Hause hören mich besser. Es geht um das Thema Sparen. Es geht um das Thema Effizienzen. Wo kann ich effizienter arbeiten, effektiver arbeiten? Und da geht es heute um einen Fachvertrag von Leitner und Leitner. Es geht um Diskussionen und Fragen, die Sie stellen können hier im Saal. Zu Hause bitte sehen Sie sich an, auf den Einladungen stehen die Kontaktdaten Ihrer Bezirksmanagerinnen. Stellen Sie Ihre Fragen per E-Mail an uns. Wir werden im Abgang alle Fragen an alle wieder zurücksenden mit den Antworten, sodass Sie alle im selben Wissensstand sind. Bevor wir beginnen, freue ich mich ganz, ganz besonders, die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Frau Margarete Kretz-Zwietkowitz, zu begrüßen und bitte Sie um Ihre Worte. Danke recht herzlich. Ich wünsche einen schönen guten Morgen zu diesen sehr, sehr aktuellen Themen. Natürlich Antiteuerung, Absetzmöglichkeiten, Sparmaßnahmen, steuerliche Maßnahmen sind in jeder Phase wichtig aus der unternehmerischen Sicht. Nun stehen wir vor noch größeren Herausforderungen, weil sich hier die Rahmenbedingungen immer wieder ändern. Und daher ist es besonders wichtig, wenn wir heute von Experten, von Leitner und Leitner, der Kanzlei Leitner und Leitner, einige Tipps bekommen, die ganz konkret jetzt branchenübergreifend, und um das geht's, uns einige Maßnahmen zeigen können oder auch Hinweise, die wir vielleicht schon einplanen und berücksichtigen können für das nächste Jahr. Wir haben eine Veranstaltung von Wirtschaftskammer im Bezirk. Danke an Sie, dass Sie gekommen sind. Auch danke an alle, die via digitalen Medien zusehen. Es sind auch hier über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wie Guido Miklot schon gesagt hat, gibt es auch die Möglichkeit für Fragerunden hier im Saal natürlich persönlich und via digital kann man dann über die Bezirksmanager natürlich hier sehr gerne nachfragen. Die Bezirksmanager der Bezirke, die heute auch eingeladen haben, sind hier und auch unsere Obleute sind hier, Wirtschaftskammer im Bezirk soweit. Also wir stehen Ihnen zur Verfügung. Ich selbst bin ja auch Obfrau im 19. Bezirk und wir versuchen für Sie bestmöglich zu sein. Nun gehen wir in medias res. Wir haben zwei Experten, wie gesagt, Herrn Galler und Herrn List, die also hier schon in Vorbereitung sind und uns hier einen Gesamtkatalog vorstellen der Möglichkeiten, wie wir ganz konkret jetzt hier Maßnahmen setzen können. Ich wünsche einen interessanten Vormittag, interessante Stunde, sagen wir mal so, und dann auch noch beim Netzwerken vielleicht einen Austausch von individueller Natur. Recht herzlich willkommen und ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Vorstellung. Mein Name ist Harald Galler. Ich bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei Leitner Leitner und spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen, österreichischen Unternehmen, die in Österreich oder international entsprechend Geschäft machen. Mit meinem Kollegen Stefan List, ebenfalls Steuerberater bei Leitner Leitner, der sich mit dem gleichen Themenbereich beschäftigt und insbesondere auch auf die Umsatzsteuer spezialisiert ist. Leitner Leitner, wie gesagt, ist eine österreichische Kanzlei mit circa 550 Mitarbeitern und bietet eben umfassende Beratung an. Thema des heutigen Tages ist das Antiteuerungspaket, steuerliche Maßnahmen. Es gibt hier mehrere Gesetzesbeschlüsse, mehrere Entwürfe, die wir Ihnen heute vorstellen möchten. Vom Überblick her, es gibt Maßnahmen, die sind bereits gesetzlich beschlossen. Hier können wir die Ihnen sehr gut vorstellen, entsprechend des Gesetzes. Es gibt aber auch Maßnahmen,
Da gibt es zum Beispiel Gesetzesentwürfe, die können wir Ihnen dann auch entsprechend natürlich vorstellen. Es gibt aber auch Maßnahmen, hier gibt es nur Pressemitteilungen von der Regierung, die haben wir zum Teil auch aufgenommen. Hier können wir aber natürlich nur allgemeine Punkte darstellen und es wird sich erst in den nächsten Wochen oder Monaten zeigen, wie diese konkret ausgestaltet sind. Wir haben einen Überblick von allen Maßnahmen mit. Das sind Maßnahmen, die betreffen direkt die Unternehmen, zum Beispiel wenn sie selbstständig tätig sind. Es betreffen aber auch Maßnahmen, die Unternehmen für die Mitarbeiter entsprechend machen können. Steuerfreie Geldzahlungen, Senkung von Lohnnebenkosten und Ähnliches. Ja, dann würde ich vorschlagen, starten wir gleich mit dem ersten Punkt. Danke, Harald. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf gleich beginnen mit dem ersten Punkt. Der Teuerungsprämie für Arbeitnehmer. Mit dem Antiteuerungspaket wurde eine steuerliche Begünstigung geschaffen für zusätzliche Arbeitslöhne an Arbeitnehmer. Die Teuerungsprämie betrifft Auszahlungen in den Jahren 2022 und 2023. Es kann ein Betrag von bis zu 3.000 Euro pro Kalenderjahr einem Arbeitnehmer steuerfrei und sozialversicherungsfrei ausbezahlt werden. Das bedeutet, dass für diesen Betrag keine Lohnsteuer abzuführen ist, kein DB, kein DZ, keine Kommunalsteuer und auch keine Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Die Steuerbefreiung bis 2.000 Euro setzt lediglich eine zusätzliche Zahlung in den Jahren 2022 und 2023 voraus, ist aber sonst an keine weiteren Voraussetzungen geknüpft. Das volle Ausmaß der Befreiung, eben bis zu 3.000 Euro, kann nur dann ausgeschöpft werden, wenn die 2.000 Euro übersteigende Zahlung, also die letzten 1.000 Euro, aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift gemäß § 68 Absatz 5 Einkommensteuergesetz geleistet wird. Das bedeutet zum Beispiel aufgrund eines Kollektivvertrags oder aufgrund einer Betriebsvereinbarung, sofern es immer einen Betriebsrat gibt. Entscheidend für die Anwendbarkeit der Steuerbegünstigung ist, dass es sich um eine zusätzliche Zahlung handeln muss, die üblicherweise nicht gewährt wird. Somit kann beispielsweise nicht das laufende Gehalt als Steuerungsprämie ausgestaltet werden, da es sich hierbei eben nicht um eine zusätzliche Zahlung handelt. Die Teuerungsprämie erhöht nicht das Jahressechstel und wird auf das Jahressechstel auch nicht angerechnet. Somit können das Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld wie bisher auch steuerbegünstigt an die Arbeitnehmer ausbezahlt werden. Sofern dem Mitarbeiter bereits eine Mitarbeitergewinnbeteiligung ausbezahlt wurde, ist zu berücksichtigen, dass die Mitarbeitergewinnbeteiligung und die Teuerungsprämie in Summe maximal 3.000 Euro betragen dürfen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, eine bereits ausbezahlte Mitarbeitergewinnbeteiligung rückwirkend zur Teuerungsprämie umzuwandeln. Die Umwandlung zur Teuerungsprämie hat den Vorteil, dass der Betrag dann auch sozialversicherungsfrei ist und eben nicht nur lohnsteuerfrei. Weiterer Vorteil der Umwandlung ist, dass bei der Teuerungsprämie kein Gewinn des Unternehmers erforderlich ist. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, dem Klimabonus und dem Antiteuerungsbonus. Beginnen wir gleich mit dem Klimabonus. Anspruchsberechtigt für den Klimabonus ist jede Person, die mindestens 183 Tage im Kalenderjahr ihren Hauptwohnsitz in Österreich hat. Grundsätzlich ist ja die Höhe des Klimabonus abhängig davon, wo sich der Hauptwohnsitz befindet und wie gut die öffentliche Anbindung dorthin ist. Für das Jahr 2022 entfällt diese regionale Staffelung des Klimabonus. Der Klimabonus beträgt somit einheitlich 250 Euro pro Person. Kinder unter 18 Jahren erhalten einen Betrag von 125 Euro. Zusätzlich bekommen jene Personen, die einen Anspruch auf den Klimabonus haben, auch einen Antiteuerungsbonus. Dieser Antiteuerungsbonus beträgt ebenfalls 250 Euro. Kinder unter 18 Jahren bekommen wiederum nur 125 Euro. Wesentlicher Unterschied zwischen Klimabonus und Antiteuerungsbonus ist, dass der Antiteuerungsbonus
nur bis zu einem Einkommen von 90.000 Euro steuerfrei ist. Sofern Sie mehr verdienen als 90.000 Euro, müssen Sie den Antiteuerungsbonus in der Steuererklärung erklären und besteuern. Der Klimabonus ist allerdings immer steuerfrei. Die Auszahlung des Klimabonus und des Antiteuerungsbonus erfolgt im September 2022 auf das im Finanz Online angegebene Bankkonto. Sofern kein Konto in Finanz Online angegeben wurde, werden Ihnen Gutscheine, also sogenannte Sodexo-Gutscheine, mittels RSA-Brief zugesendet. Also einige von Ihnen haben vielleicht das Geld schon bekommen. Ich möchte noch anmerken, also einerseits, wenn Sie Fragen haben, wir haben im Anschluss hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die kann man dann gern diskutieren. Und die Folien, die Sie hier sehen, ich sehe einige mitschreiben, können Sie natürlich gern machen, aber die Wirtschaftskammer wird Ihnen im Anschluss die Folien entsprechend auch elektronisch zur Verfügung stellen. Der nächste Punkt betrifft die Lohnnebenkosten. Hier gibt es eine Senkung, aber Sie werden es gleich sehen, es ist leider nicht allzu viel. Das erste betrifft die Unfallversicherung. Das ist eine bereits beschlossene Maßnahme. Die wird ab Jänner 2023, also ab Jänner nächsten Jahres, etwas sinken. Nämlich aktuell beträgt der Beitrag zur Unfallversicherung 1,2%. Der wird auf entsprechend 1,1% sinken. Also nicht viel, aber eine Kleinigkeit. Das zweite betrifft den Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, also für die Familienbeihilfe. Hier ist geplant, dass dieser Beitrag von 3,9% auf 3,7% sinkt. Also der bemisst sich ja entsprechend vom Gehalt oder vom Lohn der Mitarbeiter. Der soll sinken. Hier hat die Regierung das bereits angekündigt. Das Gesetz als solches ist aber im Nationalrat noch nicht beschlossen. Und soll jetzt in den nächsten Wochen entsprechend im Nationalrat behandelt werden. Wir haben vorher von den 500 Euro in Summe gesprochen, also entsprechend Antiteuerungsbonus und Klimabonus. Es gibt noch einen zweiten Betrag von 500 Euro, den man nicht verwechseln darf, nämlich einen Absetzbetrag für die Arbeitnehmer. Wir möchten jetzt darstellen, es ist unterschiedlich geregelt, je nachdem, ob Sie unselbstständig beschäftigt sind, also zum Beispiel Ihre Arbeitnehmer oder wenn Sie selbst beispielsweise mit anderen gemeinsam Ihr Geschäft in Form einer GmbH betreiben, könnte durchaus sein, dass Sie auch selbst entsprechend als Angestellter tätig sind, wenn Sie unter 25% beteiligt sind, dann gibt es diesen Teuerungsabsetzbetrag. Der sieht vor, dass Sie für 2022 in Summe 500 Euro Steuerabsetzbetrag geltend machen können. Allerdings ist hier zu beachten, es hängt vom Einkommen ab. Und es ist so, dass es nur bis zu einem Einkommen von 18.200 Euro Jahreseinkommen, der in voller Höhe zusteht. Danach sinkt dieser Teuerungsabsetzbetrag auf Null, nämlich ab 24.500 Jahreseinkommen beträgt er Null. Also das ist nur für eine sehr eingeschränkte Anzahl von Personen dann schlussendlich möglich. Für diejenigen, die nur sehr geringes Einkommen haben, hat man hier im Zuge der Negativsteuerregelung berücksichtigt, dass man hier dann einen Teil als Negativsteuer entsprechend ausbezahlt bekommen kann. Wie gesagt, das gilt nur für die Arbeitnehmer, für die Selbstständigen werden wir es gleich vorstellen. Vorher aber nur noch ein kurzer Hinweis für die Pensionisten. Für die Pensionisten wurde hier das geregelt, das gibt keinen Absetzbetrag, sondern es wird einfach ausgezahlt gemeinsam mit der Pension. Was ich gehört habe, sind ein Teil dieser Beträge schon ausbezahlt, nämlich je nachdem, wie hoch die Pension ist, bekommt man entweder die ganzen 500 Euro ausbezahlt, nämlich dann, wenn man eine Pension zwischen 1.200 und 1.800 Euro hat. Und danach sinkt er und ab 2.250 Euro gibt es ja keinen Betrag. Also wie gesagt, dieser Teuerungsabsetzbetrag für alle Ihre Arbeitnehmer oder wenn Sie selbst entsprechend als Angestelltenverhältnis bei einer GmbH beschäftigt sind. Wenn Sie selbstständig sind, wird mein Kollege das jetzt gleich vorstellen. Genau. Analog zu dem Teuerungsabsetzbetrag für Arbeitnehmer hat der Gesetzgeber einen sogenannten Sozialversicherungsbonus für selbstständige Erwerbstätige beschlossen. Wem gebührt nun so ein solcher Sozialversicherungsbonus? Anspruchsberechtigt sind all jene Selbstständigen, die zum Stichtag, dem 31. August 2022,
nach GSVG krankenversichert sind, mit einer monatlichen Beitragsgrundlage von mindestens 566 Euro und höchstens 2.900 Euro. Maßgeblich ist die letzte endgültig festgestellte Beitragsgrundlage. Liegt zum Stichtag noch keine endgültige Beitragsgrundlage vor, so ist die vorläufige Beitragsgrundlage heranzuziehen. Die Staffelung des Sozialversicherungsbonus beginnt bei einer Beitragsgrundlage von 566 Euro. Der Bonus beträgt dort 160 Euro und steigt dann mit steigender Beitragsgrundlage an. Bei einer Beitragsgrundlage zwischen 1.200 und 2.100 Euro im Monat bekommen Sie den vollen Sozialversicherungsbonus in Höhe von 500 Euro. Bei höheren Beitragsgrundlagen als 2.100 sinkt der Bonus wiederum bis zu einer Beitragsgrundlage von 2.900. Dort bekommen Sie noch 100 Euro. Bei höheren Beitragsgrundlagen haben Sie keinen Anspruch auf den Sozialversicherungsbonus. Den Sozialversicherungsbonus bekommen Sie als Gutschrift von der Sozialversicherung im vierten Quartal 2022. Somit verringert sich Ihre GSVG-Zahlung. Der Bonus ist steuerfrei, wenn das Jahreseinkommen des Empfängers im Zuflussjahr vor Berücksichtigung des Bonus nicht mehr als 24.500 Euro beträgt. Sofern Sie selbstständig sind und gleichzeitig ein Dienstverhältnis haben, vermindert der Sozialversicherungsbonus den Teuerungsabsatzbetrag, sodass Sie in Summe maximal 500 Euro bekommen. Auf der nächsten Folie präsentiere ich Ihnen drei beschlossene Maßnahmen, die wir unter dem Begriff Familienleistungen zusammengefasst haben. Die erste Maßnahme betrifft die Familienbeihilfe. Im August 2022 wurde die Familienbeihilfe einmalig um 180 Euro pro Kind erhöht und bereits ausbezahlt. Weiters wurde der Familienbonus Plus erhöht. Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsatzbetrag, der Ihre Steuerlast direkt reduziert. Er steht Ihnen zu, wenn Sie in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig sind und für Ihr Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Der Familienbonus Plus wird für jedes Kind bis zum 18. Geburtstag von 1.500 Euro auf 2.000 Euro jährlich erhöht. Nach dem 18. Geburtstag des Kindes steht Ihnen ein reduzierter Familienbonus Plus zu. Dieser beträgt bisher 500 Euro jährlich und wird auf 650 Euro jährlich erhöht. Voraussetzung ist allerdings, dass für Ihr Kind noch Familienbeihilfe bezogen wird. Die Geltendmachung des Familienbonus Plus erfolgt entweder über die Lohnverrechnung des Arbeitgebers oder im Rahmen der Jahressteuererklärung. Dieser erhöhte Familienbonus Plus ist ab 1. Jänner 2022 anwendbar. Als dritte Familienleistung möchten wir auf den erhöhten Kindermehrbetrag hinweisen. Diese Leistung betrifft Alleinverdienende und Alleinerziehende mit einem geringen Einkommen. Dieser Kindermehrbetrag ist auch ein Steuerabsatzbetrag und erhöht sich auf 550 Euro jährlich. Dieser Absatzbetrag ist ebenso ab 1. Jänner 2022 anwendbar. Auf dieser Folie sind noch weitere Maßnahmen aufgelistet, welche nicht wirklich steuerrechtlich sind und wir daher nur ganz kurz vorstellen möchten. Es wurde mit dem Teuerungspaket ein sogenannter Teuerungsausgleich beschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Einmalzahlung für vulnerable Gruppen, wie zum Beispiel Sozialhilfebezieher, Arbeitslose und Mindestpensionisten. Die Einmalzahlung beträgt 300 Euro. Euro und erfolgt im September 2022. Diese Einmalzahlung ist von der Einkommensteuer befreit und auch unpfändbar. Weiters wurde mit dem Teuerungspaket die Digi-Schecks für Lehrlinge bis 2024 verlängert. Hierbei handelt es sich um eine direkte Förderung von Lehrlingen mit aufrechtem Lehrvertrag. Mit dieser Förderung werden die Kurskosten von Ausbildungskursen übernommen. Bis zu drei Kurse mit jeweils 500 Euro können pro Jahr gefördert werden. Auf der Homepage der Wirtschaftskammer finden Sie hierzu nähere Informationen sowie eine Liste an Ausbildungskursen, welche hier gefördert werden.
Letzter Punkt der Folie ist das Verschieben der CO2-Bepreisung. Es wurde ursprünglich beschlossen, dass mit Juli 2022 Österreich eine CO2-Bepreisung einführt und eine Tonne CO2 einen Preis von 30 Euro erhält. Dieser Preis wird in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen. Dies betrifft jetzt allerdings nicht nur energieintensive Unternehmen beim Handel mit CO2-Zertifikaten, sondern auch den Endkunden, da die Unternehmen die höheren Kosten an den Endkunden weitergeben werden. Um dieser Teuerung entgegenzuwirken, wurde die Einführung der CO2-Bepreisung auf 1. Oktober 2022 verschoben. Genau, ich möchte hier noch ein paar Punkte zur CO2-Steuer anmerken, weil das zwar verschoben wurde von Juli auf 1. Oktober, aber der 1. Oktober natürlich schon sehr bald kommt. Politisch wurde das deswegen auf 1. Oktober verschoben, weil dieser dieser Klimabonus von den 250 Euro hier gegenfinanziert wird mit dieser CO2-Steuer, die konkret nationales Emissionszertifikat der Handelsgesetz heißt und bedeutet, dass Unternehmen, die gewisse Energieträger in Verkehr bringen, also zum Beispiel Kohle, Gas, Diesel, Benzin, entsprechend diese CO2-Steuer bezahlen müssen. Mein Kollege hat schon gesagt, es sind 30 Euro pro Tonne CO2 jetzt am Beginn, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Das muss man natürlich dann umrechnen, je nachdem, welchen Energieträger man hat. Aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt Diesel tanken, dann bedeutet das ab Oktober, wenn die Steuer in Kraft tritt und so wie man jetzt die politische Diskussion wahrnimmt, ist es nicht angedacht, dass es noch einmal eine neue Verschiebung gibt. Also wenn das dann in Kraft tritt, dann würde bedeuten, dass für ein Liter Diesel 7,5 Cent CO2-Steuer draufkommt, plus natürlich drauf aufbauend die 20-prozentige Mehrwertsteuer. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Pkw haben, wo Sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, dann wird bei der Tankstelle also nicht nur die 7,50 der Preis steigen, sondern auch noch um ca. 20% Mehrwertsteuer. Das heißt, wir sind dann irgendwo bei ca. 9 Cent Preiserhöhung pro Liter ab 1. Oktober und das steigt natürlich dann über die nächsten Jahre an. Das heißt, spätestens 2025, wo die CO2-Steuer 55 Euro pro Tonne ist, bedeutet das, dass es ca. 13,75 Euro pro Liter, also nicht, Entschuldigung, nicht Euro, 13,75 Cent pro Liter entsprechend teurer wird der Liter plus die Mehrwertsteuer. Bei Erdgas zum Beispiel sind es circa jetzt am Beginn 6 Cent pro Kubikmeter Erdgas und es steigt dann auf 11 Cent pro Kubikmeter Erdgas um. Für die meisten von Ihnen ist es natürlich so, dass Sie jetzt nicht der Abgabenpflichtige dieser Steuer sind, sondern das sind diejenigen, die das in Verkehr bringen, also Treibstoffhändler, oder Kohleimporteure, also die es nach Österreich bringen, also nicht unbedingt reine Händler in Österreich, sondern diejenigen, die es nach Österreich bringen oder in Österreich herstellen. Für Sie als Unternehmer aber natürlich bedeutet das, dass Sie, wenn Sie zur Tankstelle fahren, der Preis steigt und damit natürlich auch Ihre Kosten entsprechend steigen werden. Das waren jetzt alles Maßnahmen, die beschlossen sind. Es gibt jetzt, wir kommen jetzt zu ein paar geplanten Maßnahmen. Die nächsten zwei Maßnahmen, die wir Ihnen vorstellen, werden Sie aber sehen, wird insbesondere Unternehmen betreffen oder so tendenziell größere Unternehmen wahrscheinlich betreffen oder Produktions- oder Unternehmen, die eine gewisse Produktion haben. Das erste ist der Direktzuschuss für energieintensive Unternehmen. Es ist so, es wurde das sogenannte Unternehmensenergiekostenzuschussgesetz beschlossen. Das sieht vor, dass Unternehmen, die entsprechend hohe Energiekosten im Zusammenhang mit der Produktion haben, einen Zuschuss auf die Energiekosten bekommen können. Das Gesetz ist beschlossen, allerdings wird die Umsetzung ausgelagert an die Austria Wirtschaft Service, also wo man dann diesen Antrag stellen kann. Und es wird natürlich hier eine Durchführungsförderrichtlinie geben, die, muss man sagen, jetzt noch nicht veröffentlicht wurde. Jetzt kann man daher nur grob darstellen, was es hier geben wird. Also es ist so, dass man, wenn man Energiekosten hat von 3% des Produktionswertes oder 0,5% des Mehrwertes, wie genau das berechnet wird, ist noch nicht definiert.
Aber im Endeffekt geht es hier dann um ein Verhältnis der Produktionskosten zum entsprechenden Umsatz. Dann können Sie diese Förderung beantragen, wenn Sie hier in Österreich das Unternehmen betreiben. Es soll hier einen Direktzuschuss geben, der die höheren Energiekosten für den Zeitraum von Februar heurigen Jahres bis Dezember heurigen Jahres entsprechend abdeckt. Der Zuschuss ist grundsätzlich, also bei vielen Bereichen mit 400.000 Euro der Mehraufwendungen gedeckt für den betriebseigenen Verbrauch von Strom, Treibstoff und Gas. Es gibt allerdings für gewisse Bereiche, dann soll Strom und Erdgas auch mehr als 400.000 gefördert werden. Das wird hier in der Richtlinie noch festgelegt, soll von der Branche abhängen, wie hoch dann diese Förderung ist. Also wie gesagt, die Richtlinie ist leider noch nicht veröffentlicht und wird hoffentlich in den nächsten Wochen kommen. Falls Sie so ein Unternehmen sind, zum Beispiel, weil Sie selber etwas herstellen tendenziell, dann sollten Sie sich das dann in den nächsten Wochen auf der Austria Wirtschaftsservice-Seite anschauen und schauen, ob Ihr Unternehmen berechtigt ist, hier diese Zuschuss zu bekommen. Ein weiterer Punkt, Strompreiskompensation. Hier auf der Folie sehen Sie jetzt einmal Dinge, die, also die eher größere Unternehmen betreffen. Es ist ja so, es gibt die Emissionszertifikate, allerdings nicht diejenigen, die ich gerade vorher erwähnt habe, diese nationale CO2-Steuern, sondern es gibt für größere Unternehmen, zum Beispiel für den Bereich der Papierindustrie, Mineralölverarbeitung, aber auch Erzeugung von Eisen, Stahl und Ähnliches, ja bereits eine andere CO2-Steuer, nämlich die europaweite CO2-Emissionszertifikate-Handel. Da ist es so, dass die Unternehmen, wenn sie eben diese Produktion machen, diese Zertifikate erwerben müssen. Und jetzt ist natürlich so, dass die wirtschaftlich insoweit doppelt belastet sind, nämlich einerseits, weil sie diese Zertifikate erwerben müssen, andererseits natürlich die Strompreise auch deutlich ansteigen, einerseits durch den Preisanstieg, andererseits, dass natürlich dort auch unter Umständen weitere Energieabgaben drauf sind. Und diese Unternehmen können daher entsprechend einen Antrag auf Rückvergütung stellen, damit hier sozusagen keine Doppelbelastung kommt. Das ist angekündigt. Wie genau das umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Was allerdings bekannt ist, dass der Betrag in Summe abhängt davon, wie viel Einnahmen 2021 Österreich hatte aus diesen CO2-Zertifikaten. Und das heißt, dieser Betrag in Summe wird mit 235 Millionen Euro begrenzt sein. Wie genau das umgesetzt wird, wird man noch hören. Unter dem Titel Strompreiskompensation haben Sie aber wahrscheinlich in den Medien aus den letzten Tagen erfahren, dass es einerseits natürlich eine Strompreisbremse für Privatpersonen geben soll. Angekündigt ist, dass circa der Strompreis bei 10 Cent pro Kilowattstunde entsprechend begrenzt sein soll bis zu einer Haushaltsmenge von 2.900 Kilowatt. Für Unternehmen ist etwas Ähnliches angekündigt, dass es allerdings, wie genau das dann ausgestaltet wird, hat die Regierung gesagt, wird sie erst in den nächsten Wochen aushandeln. Das heißt, da müssen Sie noch etwas zuwarten, was hier entsprechend dann hoffentlich genau entsprechend beschlossen und veröffentlicht wird. Im nächsten Kapitel darf ich Ihnen zwei geplante strukturelle Entlastungen präsentieren, nämlich einerseits die Abschaffung der kalten Progression und andererseits die Valorisierung von Sozialleistungen. Die beiden Maßnahmen wurden bereits vor dem Sommer im Ministerrat diskutiert. Gestern waren sie auch in den Medien und die Beschlussfassung im Ministerrat sollte heute erfolgen. Kommen wir zum ersten Punkt, der geplanten Abschaffung der kalten Progression. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was ist die kalte Progression überhaupt? Unter der kalten Progression versteht man die Steuermehrbelastung, die dadurch entsteht, dass von Jahr zu Jahr die Einkommen steigen, beispielsweise aufgrund von Inflationsanpassungen, aber die Grenzwerte des Einkommensteuertarifs starr sind. Mit Grenzwerten meine ich, ab welchem Einkommen welcher Steuersatz zur Anwendung kommt. Die Steuerpflichtigen erzielen beispielsweise bei reinen Inflationsanpassungen real keine höheren Einkünfte
und können sich auch nicht mehr leisten. Aber dennoch werden immer größere Teile ihres Einkommens mit einem höheren Steuersatz besteuert. Dies führt dazu, dass das Netto-Realeinkommen der Menschen sinkt. Um diesen Effekt bzw. dieser Steuermehrbelastung entgegenzuwirken, ist geplant, dass ab 01.01.2023 die kalte Progression abgeschafft wird. Da sich die Details zur Abschaffung der kalten Progression gestern nochmal geändert haben und die Änderung eben erst gestern Nachmittag in den Medien gekommen ist, ist der rechte Teil der Folie noch nicht auf dem aktuellen Stand. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Ich werde natürlich über die neue Form oder die neue Änderung des Ministerialentwurfs Ihnen heute präsentieren. Ab 2023 werden die beiden untersten Steuerstufen automatisch im Ausmaß der Inflation angehoben werden. Die weiteren Steuerstufen sollen um 2/3 der Inflation angehoben werden. Die höchste Steuerstufe, nämlich bei 1 Million Euro Einkommen, ab der eben der 55-prozentige Steuersatz zur Anwendung kommt, die wird gar nicht angehoben. Das heißt, es bleibt auch zukünftig bei dieser 1 Million Euro. Weiters werden bestimmte Absatzbeträge, wie zum Beispiel der Verkehrsabsatzbetrag, der Pensionistenabsatzbetrag, der Unterhaltsabsatzbetrag sowie der Alleinerzieher- und der Alleinverdienerabsatzbetrag, jährlich im vollen Ausmaß an die Inflation angepasst. Die Abschaffung der kalten Progression führt bei allen Steuerpflichtigen in Österreich zu einer Verringerung der Steuerbelastung, insbesondere kleine und mittlere Einkommen werden hiervon am meisten profitieren, da die beiden untersten Steuerstufen jährlich um die ganze Inflation angepasst werden. Ja, also die Frage war, wie wird diese Inflationsanpassung berechnet. Da ist es so, dass man hier natürlich immer eine gewisse Verzögerung haben wird, weil diese Inflation wird im Herbst immer schon festgelegt, wie die Anpassung ist, nämlich von Inflation vom Sommer des Vorjahres bis ungefähr Sommer des heurigen Jahres. Das heißt, die erste Anhebung, die 2023 kommt, berechnet sich natürlich jetzt im Zeitraum circa Sommer 21 bis Sommer 22, wo natürlich die Inflation noch deutlich niedriger war und entsprechend wird die Inflationsanpassung niedriger sein. Also das wird von der Bundesregierung entsprechend, da gibt es eine eigene Verordnung dazu, da gibt es eine Kommission, die das entsprechend ermittelt und es wird dann immer im Herbst veröffentlicht. Das heißt, wenn Sie jetzt aktuell natürlich mehr von 10% Inflation sprechen, wird die Inflationsanpassung nächsten Jahres nicht so hoch sein, weil natürlich die Inflation sich jetzt vom letzten Jahr bis heuer Sommer berechnet und daher wahrscheinlich nur, ich weiß es nicht, 5,2 ist, glaube ich, jetzt, die Medien das kommuniziert haben. Die zweite geplante strukturelle Entlastung ist die Valorisierung der Sozialleistungen. Ab 1. Jänner 2023 ist geplant, dass gewisse Sozialleistungen valorisiert werden, also jährlich im Ausmaß der Inflation angepasst werden und erhöht werden. Von dieser jährlichen Valorisierung sind folgende Beihilfen umfasst: die Familienbeihilfe, der Kinderabsatzbetrag, das Kinderbetreuungsgeld, die Studienbeihilfe und Reha-, Kranken- und Umschulungsgeld. Die Basis für diese jährliche Valorisierung soll wiederum die Inflation im Zeitraum von Juli bis Juni des Folgejahres sein. Andere Sozialleistungen, wie beispielsweise das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe, werden zumindest laut Ministerialentwurf nicht angepasst werden. Danke. Und wir möchten Ihnen jetzt da noch einige sonstige Maßnahmen darstellen, die wir glauben auch von Interesse für Sie sein könnten, auch wenn sie jetzt nicht unter dem Titel Teuerungsentlastungspaket entsprechend beschlossen wurden, sondern unter anderen entsprechenden Maßnahmen fallen. Das erste ist das ÖFI-Ticket. Das gibt es ja schon länger, die Möglichkeit,
Und das wurde entsprechend jetzt hier etwas modifiziert für das, ab dem letzten Jahr, Beginn heurigen Jahres. Nämlich, Sie können Ihre Mitarbeiter das ÖFE-Ticket, also zum Beispiel die Wiener Netzkarte, entsprechend auszahlen und ersparen sich, wenn Sie das machen, Lohnsteuer und Sozialversicherung. Also es ist so, dass Sie entsprechend, wenn Sie eine Woche, Monats- oder Jahreskarte entsprechend Ihren Mitarbeiter zur Verfügung stellen, dann können Sie das, wie gesagt, steuerfrei machen. Die einzige Voraussetzung ist, dass dieses Ticket für den Strecke zwischen Arbeitsplatz und Wohnort gültig ist. Ist allerdings nicht so, dass das auf das eingeschränkt ist. Also Sie können zum Beispiel Ihre Mitarbeiter sowohl die Wiener Linienkarte kaufen, sodass Sie natürlich auch privat damit fahren können. Sie können aber auch zum Beispiel von der ÖBB die Österreich-Card kaufen, wo es möglich ist, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin österreichweit fahrt. Und das Ganze ist steuerfrei möglich. Es ist so, dass nicht Sie als Unternehmer das kaufen müssen, sondern der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kann sich dann das Ticket entsprechend selbst kaufen, kommt dann zu Ihnen und Sie müssen dann entsprechend das dokumentieren, dass er das hat und dann können Sie bei der Lohnverrechnung dem Mitarbeiter diesen Betrag auszahlen. Der Vorteil ist, für den Mitarbeiter fällt keine Lohnsteuer an und für Sie als Arbeitgeber, es ist auch sozialversicherungsfrei entsprechend. Das nächste Thema, welches wir Ihnen präsentieren möchten, sind die Änderungen beim Gewinnfreibetrag. Und weiters möchten wir Ihnen dann den Investitionsfreibetrag neu vorstellen. Beginnen wir mit dem Gewinnfreibetrag. Der Gewinnfreibetrag ist eine fiktive Betriebsausgabe für Unternehmer und ergliedert sich in zwei Teilbereiche, nämlich einerseits den Grundfreibetrag und andererseits den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Der Grundfreibetrag erhöht sich ab 2022 von bisher 13% auf 15%. Somit kann Unternehmer künftig bei entsprechendem Gewinn von zumindest 30.000 Euro im Jahr bis zu 4.500 Euro, das sind nämlich die 15% von 30.000, ohne Nachweis entsprechender Investitionen als Grundfreibetrag und damit als Betriebsausgabe geltend machen. Zusätzlich zum Grundfreibetrag kann darüber hinaus ein sogenannter investitionsbedingter Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden. Um einen solchen investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend zu machen, sind Investitionen im jeweiligen Wirtschaftsgut sehr erforderlich. Die Investitionen müssen in ein abnutzbares körperliches Wirtschaftsgut sein, mit einer Nutzungsdauer von zumindest 4 Jahren. Bestimmte Wirtschaftsgüter sind von dem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag ausgenommen, so wie beispielsweise Pkw, geringwertige Wirtschaftsgüter oder gebrauchte Wirtschaftsgüter. Alternativ zu den körperlichen Wirtschaftsgütern kann auch in bestimmte Wertpapiere, wie beispielsweise öffentliche Anleihen oder Wandelschuldverschreibungen, investiert werden. Um den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend machen zu können, benötigt man jedenfalls einen Gewinn von über 30.000 Euro im Jahr. Um zuerst zu erfahren, in welcher Höhe man investieren sollte, empfiehlt es sich, beispielsweise im Herbst, eine Prognoserechnung vorzunehmen und so den voraussichtlichen Jahresgewinn zu ermitteln. Ja, dann orientiert sich es auch am abweichenden Wirtschaftsjahr. Das heißt, die Investition muss dann in Ihrem sozusagen Wirtschaftsjahr. Ja, das gilt bereits ab dem Jahr 2022. Also, und das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein abweichendes Wirtschaftsjahr 2023 haben, dann ist es ja so, dass die Veranlagung, auch wenn Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, steuerlich immer fürs Kalenderjahr erfolgt. Das heißt, Sie würden das dann zum Beispiel in der Steuererklärung 2023 berücksichtigen, wenn Sie jetzt schon im Wirtschaftsjahr 2022-2023 sind. Genau. Auf dieser Folie ist der Investitionsfreibetrag neu dargestellt. Der ist ab 1. Jänner 2023 anwendbar und
dient ebenso als Betriebsausgabe. Für Anschaffungen und Herstellungen von abnutzbaren Anlagevermögen kann ab 2023 im Jahr der Anschaffung oder Herstellung der Investitionsfreibetrag als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Dieser Investitionsfreibetrag kann zusätzlich zur normalen Abschreibung geltend gemacht werden. Der Investitionsfreibetrag beträgt 10% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und erhöht sich auf 15%, wenn die angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter dem Bereich der Ökologisierung zuzuordnen sind. Insgesamt kann der Investitionsfreibetrag für Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Höhe von maximal 1 Million Euro im Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. Die Wirtschaftsgüter müssen eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von zumindest 4 Jahren haben und müssen inländischen Betrieben oder inländischen Betriebsstätten zuzurechnen sein. Wir haben auf der rechten Seite der Folie Ausnahmen aufgelistet, also jene Wirtschaftsgüter, für welche der Investitionsfreibetrag neu nicht beantragt werden kann. Der Investitionsfreibetrag neu ist beispielsweise nicht möglich für Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. Weiters kann auch nicht für Anschaffungen von Gebäuden und PKW verwendet werden, für die Anschaffung von Elektro-PKWs allerdings schon. Er kann auch nicht für geringwertige oder gebrauchte Wirtschaftsgüter verwendet werden, ebenfalls auch nicht für unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung oder Gesundheit, Life Science zuzuordnen sind. Und auch nicht für Anlagen, die die Förderung, dem Transport oder die Speicherung fossiler Energieträger dienen, sowie Anlagen, die fossile Energieträger direkt nutzen. Genau, also hier ist wichtig, der gilt erst ab 01.01.2023. Das heißt, da geht es wirklich um den Tag der Anschaffung, also sprich, wo Sie die Anlage zum Beispiel kaufen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine größere Investition planen, müssen Sie natürlich sicher gut überlegen, ob Sie zum Beispiel das noch im heurigen Jahr entsprechend liefern lassen oder ob Sie vielleicht unter Umständen das erst dann Anfang Jänner liefern lassen, sodass Sie dann noch diesen Investitionsfreibetrag bekommen, der ja dazu führt, dass Sie 10% der Anschaffungssumme eine fiktive Betriebsausgabe haben und wenn es im Bereich Ökologisierung ist, sogar 15% fiktive Betriebsausgabe zusätzlich natürlich zur laufenden Abschreibung. Bitte. Nein, alle die mit zum Beispiel Diesel betrieben werden, gibt es das leider nicht, sondern nur Anlagen, die eben nicht fossile Energieträger nutzen. Ja genau, das geht leider nicht. Bitte. Dahin. Ja, wobei man, Sie müssen in Summe natürlich dann was anschaffen. Also ja. Ja, aber ja, prinzipiell schon. Also zum Beispiel in Ihre Anlagen entsprechend, die können Sie natürlich, also Gabelstapler zum Beispiel als solches, wenn Sie den anschaffen, ja, dann können Sie auch entsprechend das bekommen. So, wir haben noch 2 Folien. Das eine ist der Körperschaftssteuersatz. Zur Erinnerung, der soll und wird sinken, nämlich ab nächsten Jahr, also wenn Sie Ihr Unternehmen in Form einer GmbH betreiben, dann wird der Körperschaftssteuersatz von jetzt 25% auf 24% sinken und ab 2024 wird er dann nochmal sinken, nämlich auf 23% für die entsprechenden Gewinne. Wenn Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, ist es so, dass nur die Gewinne, die auf den Zeitraum ab zum Beispiel Jänner 2023 entfallen, entsprechend mit dem niedrigen Steuersatz besteuert werden. Sie können entweder, wenn Sie wollen, eine Zwischenbilanz machen oder, um es einfach zu machen, Sie dividieren einfach das Jahresergebnis, also wenn Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, das Jahresergebnis durch 12 und würden die Monate, die jetzt noch im Jahr 2022 sind, mit 25% besteuern und der Anteil, also die Monate, die eben im nächsten Jahr sind, dann mit 24%. Wichtig ist, also der Körperschaftssteuersatz sinkt,
Die Kapitalertragssteuer, also wenn Sie dann von der GmbH sich die Gewinne ausschütten, die bleibt unverändert mit 27,5%. In Summe sinkt daher der Gesamtsteuersatz von etwas über 46% auf so circa 45%. Und abschließend noch ein kurzer Hinweis zur Umsatzsteuer. Also wir haben uns ja heute ja hauptsächlich mit ertragssteuerlichen Maßnahmen beschäftigt. Noch zwei Hinweise, die auch entsprechend jetzt hier verlängert wurden. Das eine ist FFP2-Schutzmasken. Hier gibt es eine echte Umsatzsteuerbefreiung. Also zum Beispiel, wenn Sie diese Schutzmasken verkaufen oder entsprechend auch Ihren Mitarbeitern unentgeltlich zur Verfügung stellen und einen Eigenverbrauch haben, ist es so, dass hier ein Steuersatz von 0% zur Anwendung kommt, Sie aber trotzdem voll vorsteuerabzugsberechtigt sind. Also wenn Sie hier an das Ihre Kunden verkaufen, können Sie das mit 0% Umsatzsteuer machen. Das wäre grundsätzlich im sommerheurigen Jahres ausgelaufen und das wurde jetzt noch einmal verlängert bis 30. Juni 2023. Und ein zweiter Hinweis zur Umsatzsteuer, falls Sie bei Ihrem Unternehmen Reparaturen für gewisse Produkte anbieten, aufgezählt im Gesetz sind Reparaturen von Fahrrädern, Schuhen, Lederwaren, Kleiden und Haushaltswäsche. Hier kommt ein reduzierter Umsatzsteuersatz von 10% zur Anwendung. Also grundsätzlich sind ja in Österreich Dienstleistungen mit 20% besteuert. Und hier kommt eben der reduzierte Umsatzsteuersatz von 10% zur Anwendung. Und hier gibt es extra auch eine Richtlinie zur Auslegung. Also wenn Sie zum Beispiel Material verwenden, also beispielsweise Sie haben Fahrrad, Reparatur und verwenden natürlich nicht nur ihre Dienstleistung, sondern zum Beispiel neue Bremsbeläge, neuen Fahrradschlauch, dann ist es so, dass die Richtlinien sagen, wenn die Materialkosten unter 50% des Gesamtbetrages der Rechnung ausmachen, dann können Sie den gesamten Betrag als Reparatur verrechnen mit 10%. Wenn das drüber ist, dann müssen Sie entsprechend das Material mit 20% besteuern. Ja, das wäre jetzt die letzte Folie. Wir stehen jetzt da hier am Podium gern noch für Fragen zur Verfügung. Der Herr Kemsei hat ein Mikrofon. Wer möchte? Okay. Wenn ein Dienstnehmer ein Dienstfahrzeug hat, ist es verboten, ihn ein Öffi-Ticket zu bezahlen? Nein, also das ist möglich. Das Einzige, was es ist, Sie können nicht dem Dienstnehmer, also wenn er dann zusätzlich Kilometergeld oder Ähnliches zahlen, aber prinzipiell schließt das Dienst ein Auto das Öffi-Ticket nicht aus. Mhm. Weitere Fragen? Als Kleinunternehmerin, wie funktioniert das da? Ich bin auf Strom angewiesen. Gibt es da auch Förderungen? Sind Förderungen angedacht? Also wie erwähnt, hat die Regierung zumindest angekündigt, dass die Strompreisbremse, was jetzt für die privaten Haushalte ja schon politisch die Einigung stattgefunden hat, dass es auch für Kleinunternehmer kommen soll. Allerdings haben sie gesagt, dass das erst in den nächsten Wochen entsprechend ausverhandelt wird. Das heißt, ob das kommt oder in welchem Ausmaß das kommt, das ist leider noch offen. Da muss man einfach die nächsten paar Wochen abwarten und sozusagen hoffen, dass dann wirklich das, was jetzt angekündigt wurde, auch entsprechend kommt. Gleich noch die nächste Frage. Und wie kalkuliere ich meine Preise, wenn ich da nicht ordentlich weiß, wie funktioniert es? Weil ich bin jetzt gerade dabei, ich muss meine Preise erhöhen, weil sonst, ja, ich kann es auch auf die Straße legen in Wirklichkeit. Nur ich muss jetzt die Preise anpassen. Ja, ich kann nicht warten auf einen prozentuellen Wert, der mir vielleicht zugeschrieben wird. Ich muss jetzt kalkulieren. Das verstehe ich vollkommen, aber ja, leider auch nicht, kann ich Ihnen keine Antwort geben, weil Sie können nur wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Preise halt jetzt steigen. Und wenn dann das eintritt, dass Sie doch einen Teil zurückbekommen, noch einmal die Preise vielleicht anpassen oder Ähnliches. Aber es ist leider eine große
Unsicherheit in dem Punkt, weil keiner wirklich sagen kann, einerseits, wie sich die Strom- oder Gaspreise weiterentwickeln und andererseits, welche Förderungen es dann schlussendlich wirklich von der Regierung geben wird. Danke. Ja, vielen Dank. Vielleicht die Anschlussfrage, aber wäre dann nicht dieser Direktzuschuss anwendbar, dieser Strom-Direktzuschuss, sofern er dann auch zum Tragen kommt in Ihrem konkreten Fall, wenn Sie also hier diese Kriterien erfüllen? Richtig, also wenn man die Kriterien erfüllt, ja, wobei auch hier muss man Ihnen leider sagen, ich kann Ihnen insoweit nicht viel sagen, weil das ABS hier erst eine genaue Richtlinie herausgeben wird und Sie diese Richtlinie nur dann bekommen, also wenn Sie, sagen wir, doch etwas produzieren, also wenn Sie eine reine Händlerin sind, dann wird das nicht reichen, aber wenn Sie etwas herstellen, dann kann das natürlich sehr wohl relevant sein. Aber auch hier, muss ich sagen, müssen Sie leider mit Unsicherheit kalkulieren, weil es noch ein paar Wochen dauern wird, bis diese Richtlinie veröffentlicht wird und das, was jetzt im Gesetz steht, noch so unbestimmt ist, dass man jetzt eigentlich nicht wirklich sagen kann, was herauskommt. Nämlich auch deswegen, weil auch diese 3% des Produktionswerts noch nicht im Gesetz wirklich definiert sind, wie sich das errechnet und daher das offen ist, wie viel Sie dann wirklich bekommen und dass irgendwie auch dann noch von der Branche gestaffelt sein soll, wie viel man dann entsprechend bekommt. Genau, also es gibt die Austria Wirtschaftsservice, die haben ja eine, finde ich, recht gute Homepage. Das heißt, am besten die nächsten Wochen öfter mal auf diese Homepage schauen. Am ABS gibt es ja auch diverse andere Förderungen, die für viele Unternehmen von Interesse sein können. Also da kann man sich, glaube ich, ganz gut durchklicken und es gibt vielleicht auch das eine oder andere, was man so nicht weiß, was durchaus hilfreich für viele Unternehmen sein kann. Genau, ja. Darf ich kurz fragen, die Definition von Produktion ist auch noch nicht festgelegt, oder? Nein. Ja, das ist leider noch offen. Heißt Gastwirtschaft also, beispielsweise produziert oder produziert nicht? Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Landwirtschaft drunter fällt. Nein, aber, also ist sozusagen nicht Gastronomie. Ja, also naja, also ich glaube, die haben eher vor Augen, also wirkliche Produktionsunternehmen, nicht unbedingt Gastronomie, die ja natürlich tendenziell unter den Bereich Dienstleistungen fällt. Also, ja, nur sehr energieintensiv. Ja. Also wie gesagt, also ich muss Sie da leider vertrösten. Ich kann auch nur sagen, was im Gesetz steht und da steht eigentlich momentan fast nichts, weil sie einfach darauf verweisen, dass es hier eine Richtlinie gibt. Das ist so ähnlich, wie das damals bei den Covid-Förderungen war. Da ist im Gesetz selber eigentlich auch kaum etwas gestanden. Und erst aus den Richtlinien, die dann später veröffentlicht wurden, hat man erst wirklich dann erkannt, welche Förderungen es entsprechend gibt. Wie ist das Spannungsfeld zwischen Teuerungsprämie und Prämien, die in Vorjahren ausgezahlt wurden? Die Teuerungsprämie wird ja nur bezahlt, wenn es eine zusätzliche Zahlung ist, wenn jetzt in den Vorjahren zum Beispiel Covid-Prämien bezahlt wurden oder davor Leistungsprämien bezahlt wurden. Wie ist das Spannungsfeld da zu beurteilen? Die Teuerungsprämie ist nur dann möglich, wenn die Auszahlung in den Jahren 2022 oder 2023 erfolgt. Das heißt, wenn Sie in den letzten Jahren Corona-Prämien beispielsweise ausbezahlt haben, können die nicht rückwirkend in die Teuerungsprämie umgewandelt werden. Also das betrifft wirklich nur Zahlungen in diesen beiden Jahren. Nein, aber es ist ja in dem Sinn keine zusätzliche Zahlung, weil ich habe ja in den Vorjahren auch eine Prämie erhalten, in den Jahren vor Covid, womöglich Leistungsprämien, in der Zeit von Covid, womöglich Covid-Prämien und jetzt gebe ich halt keine Covid-Prämie mehr, sondern gebe eine Teuerungsprämie. Genau. Also es muss was zusätzlich sein, also es kann nicht das normale Gehalt sein. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Dienstvertrag mit Ihren Mitarbeitern haben, die automatisch eine, sagen wir, leistungsabhängige Vergütung bekommen, dann können Sie das nicht umwandeln. Aber wenn Sie jetzt frei entscheiden, eine freiwillige Prämie zahlen, wie Sie vielleicht in den Vorjahren das auch schon gemacht haben, aber das Ganze freiwillig ist, ohne Anspruch, dann können Sie natürlich das jetzt hier entsprechend verwenden. Und wie gesagt, also 2.000 pro Jahr, das heißt heuer 2.000 und
nächstes Jahr 2000 können Sie ohne lohngestaltende Vorschrift jedenfalls entsprechend auszahlen. Und das ist also der große Vorteil bei der Teuerungsprämie. Es gibt nicht so wie bei der Gewinnbeteiligung, dass Sie alle Mitarbeiter gleich behandeln müssen, sondern Sie können das frei festlegen. Sie können zum Beispiel sagen, diese 2000 Euro machen Sie in einer Einmalzahlung. Sie können auch sagen, Sie zahlen jetzt das auf dreimal aus oder viermal. Sie müssen auch nicht den ganzen Betrag nehmen, sondern Sie können auch in Summe nur 500 Euro zahlen. Das obliegt Ihnen und ist eben völlig frei vereinbar oder zusagbar. Und Sie können auch bei Ihren Mitarbeitern, sagen wir, beliebig differenzieren, welchen Mitarbeitern Sie entsprechend diese Teuerungsprämie geben und welchen Sie es entsprechend nicht geben. Weitere Fragen? Ja. Okay, die Frage war, ob der Mitarbeiter ein gewisses Einkommenshöhe haben muss, also zum Beispiel auch eine geringfügige Person. Ja, das ist eine Steuerfreiheit, die jedenfalls zusteht und vom Gesetz auch entsprechend Dienstgeberbeitrag, Dienstgeberzuschlag, Kommunalsteuer und sozialversicherungsfrei ist. Also können Sie natürlich auch Ihren geringfügig beschäftigten Mitarbeitern entsprechend eine Prämie zahlen. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr anstehen, dann wollen wir uns abschließend herzlich bedanken für Ihr Kommen, auch an die Zuseher zu Hause. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf einen Besuch bei unseren Infoständen und, was weitaus wichtiger ist, beim Buffet im Saal 4. Danke.